Hallöchen, Hallöchen zusammen. Heute wieder ein exotisches Schiff und diesmal kein Squidship wie gestern, sondern ein Guppy. Ein gelbes Guppy-Schiff in der First Wave und dieses kleine Knubbelschiff ist voll schön. Ja, ich finde das toll und die Koordinaten habe ich von Q-Ball Gaming bekommen. Die alten Koordinaten vor dem Origins Update funktionieren nicht mehr und deswegen gibt es ja jetzt neue. Bin ich immer schön fleißig auf der Suche, um euch neue Schiffe zu zeigen, die dann auch mit dem aktuellen mit der aktuellen Spielversion funktionieren. Grundregeln, Grundvoraussetzungen sind, viele werden es wissen, ihr müsst in Normal spielen, Normal-Mode. Survival geht nicht. Ihr müsst in der Euclid-Galaxie sein, also der Startgalaxie. Ihr müsst den Multiplayer deaktivieren in den Netzwerkoptionen, bevor ihr springt. Ja, und dann könnt ihr durchs Tor. Mit diesen Koordinaten hier. Dann fangen wir mal an. Bam, bam, Bali. Zack, und Vögelchen. Zack, und das. Badam, badam, bam, bam. Ich habe einen geistigen Aussetzer. Du da. Nein, es geht weiter. Bum, badum, badum, bum. Und der Dino. So. Boom. Auf geht's. Ja, und wieder First Wave Ship wird wieder in der ersten Welle kommen. Ah. Das war jetzt nicht geplant. Ich habe meine große Hand falsch auf die Tastatur gelegt. Neue Tastatur und irgendwie sind die Tasten etwas kleiner, als ich das von Standard-Tastaturen gewohnt bin. Und mit meinen doch etwas großen Händen, naja, der ein oder andere kennt das vielleicht. Jetzt wird es wieder ruhig. Ah, ein skelettartiger Planet. Neue Entdeckung. Aha, würde mir sagen, hat noch keiner entdeckt. Noch keiner hochgeladen wahrscheinlich. Oh, ist hier vielleicht gleich ein Tier? Nein, egal, egal. Wir wollen. Piu! Auf. Ab zur Station. Das Guppy-Ship, das sieht man tatsächlich sehr selten. Ist vielleicht gar nicht so das beliebteste. Was man halt sehr oft sieht, sind halt die Royals oder die Moskitos oder Squid-Ship. So. Jetzt First Wave heißt, wir steigen aus. Jetzt ist gespeichert. Jetzt laden wir diesen Spielstand. Plump. Und dann bewegen wir uns nicht. Wir bleiben stehen und warten. Und warten und warten. Und mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit wird es direkt jetzt kommen. Ansonsten müssen wir halt nochmal laden. Aber definitiv First Wave. Also wenn es in der ersten Welle nicht kommt, dann direkt laden. Ich habe schon öfter Kommentare gelesen. Wir haben da 2 Stunden gewartet. Das bringt nichts. Auch wenn es kein First Wave ist. Maximal pro Safe Load 10 Minuten warten. Das sind so 3 Wellen. Das reicht aus. Und dann neu laden. Und dann ist es meistens nach dem zweiten, dritten Mal laden da. Also 90%. 2 Stunden braucht ihr niemals auf ein exotisches Schiff warten. Niemals. Es würde auch viel zu sehr frustrieren. So, dit ist keins. Aber vielleicht ist dahinter. Wer weiß. Könnte eins sein. Ja, das sieht aus wie ein Guppy. Ja, ist ein Guppy. Sehr schön. Ratzfatz. Let's fetz. Und in Gelb. Oh, schön. Schön.
Mit zwei Triebwerken hinten dran. Schön. Ach, ist das nicht ein kleines, süßes Ding? Ein Knubbelchen. Das Knubbelfischchen, wollte ich gerade sagen. Schiffchen. Gelb, Gold, verziert. Ach, schön. Ja, hau mal nicht ab hier. Du willst es doch gar nicht mehr. Du bist ein Krieger. Was willst denn du mit so einem schönen Schiff? Brauchst du da ja nicht. Mal hier. Ach, schön. Preis verhandeln. Verhandeln wir mal. Ach, hat nur 16 Plätze. Dadurch ist es auch sehr günstig. Plätze könnt ihr erweitern, wie ihr hier links seht. Ja, maximal sind es 20 Plätze, die ihr kriegen könnt, wenn ihr euch ein Schiff holt und erweitern könnt das manuell bis auf 48. So, das hat 16, 6 Millionen will er haben. Kaufen wir. Zack, so. Jetzt gehört's uns. Haha, sehr schön, sehr schön. Ja, und das war's ja auch schon. So schnell ging das hier schon wieder. Sehr cool. Wenn ihr noch irgendwelche neuen exotischen Schiffe gefunden habt, wir wollen ja mal alle Typen und alle Farben möglichst zusammentragen. Schwarz gibt es leider nicht. Ah, hätte ich auch sehr gerne in Schwarz. So schwarz-rot. Ach, vielleicht kann man es auch irgendwann selber einfärben. Das wird zwangsläufig irgendwann kommen. Aber, na mal schauen. Gut, Leute. Alles klar. Dann lasst mal einen Daumen da, ein Abo und einen Kommentar und was auch immer. Ja, wenn ihr mich unterstützen wollt oder unserer Discord-Community beitreten wollt, unten in der Videobeschreibung findet ihr die ganzen Links. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Ha, wenn es heißt, oh, exotische Schiffe farmen. Alles Gleiche, bis morgen. Ciao.